Frequent Traveler TV, heute wieder das Lufthansa Group Update am 30. Dezember 2021. Lufthansa Group streicht 33.000 Flüge, führt aber 18.000 Flüge irgendwie sinnlos durch die Gegend aus. Ja. Und dann war es ein Sick-Out, die ganzen Krankschreibungen, die es gab. Aber an dieser Stelle müssen wir einfach nur zum Hofmeister wiedergeben. Ja, nicht nur das, also es ist ja schon ziemlich erschreckend, aber ich würde mal sagen, wir besprechen das alles en Detail nach dem Intro. Geht los. Willkommen zurück zu Frequent Traveler TV und ihr wisst das an dieser Stelle, auch wenn es die letzte Sendung dieses Jahres wird, dass ihr an dieser Stelle abonnieren sollt. Abonnierbefehl, Glocke an, diesen Beitrag liken, könnt auch bis zum Ende warten, ob ihr es liked, aber Hauptsache ihr liked es und unten kommentieren, ihr seht ja beim Hofmeister die Finger, also insofern bei mir auch, also kommentieren. Das erste Thema, was mich bei der Lufthansa diese Woche beschäftigt hat, ist das Thema 18.000 unnötige Flüge im Winterflugplan, aber auch 33.000 Flüge gestrichen. Macht irgendwie alles keinen Sinn, Mario. Möchtest du uns dazu ein bisschen erhellen? Tja, naja, aus Lufthansa-Sicht macht es wohl schon Sinn. Die Leerflüge macht man halt, um die Slots, die ziemlich teuren Slots zu erhalten. Denn sollten die wegfallen, wären die Kosten, die Lufthansa dadurch erleiden würde, wesentlich höher als leere Flugzeuge durch die Gegend fliegen zu lassen, obwohl das eigentlich ja, selbst nach meinem Verständnis, ökologisch jetzt wenig Sinn macht. Aber die Regeln oder Regularien innerhalb der EU sind so. Und da bleibt der Lufthansa, wie übrigens auch anderen Fluggesellschaften, gar nichts anderes übrig. Ja, und dazu auf der anderen Seite die vielen gestrichenen Flüge, angeblich wegen Omikron, beziehungsweise den Piloten, die sich diesbezüglich haben krankschreiben lassen. Ja, und da wissen wir nicht, ob das halt mit einem anderen großen Thema zu tun hat, was wir sicherlich auch noch zu besprechen haben, nämlich den Vereinbarungen der Lufthansa mit ihren Piloten. Ganz genau. Also wie gesagt, Slot, nur damit ihr es nochmal gehört habt, ist Start Landing Operation Time. Das ist also das Recht, an einem Flughafen zu landen und zu starten an einer bestimmten Zeit. Das war ja auch das Thema, als die Lufthansa die Subventionen bekommen hat. Und bei diesen Subventionen sollten ja Slots weggenommen werden. Ich habe nicht mehr ganz genau die Zahl im Kopf. Auf jeden Fall war, ich meine, es wären 4 und 2 gewesen. 4 Frankfurt, 2 München oder sowas. Aber nagelt mich darauf nicht fest. Die sind quasi bei der Lufthansa noch verblieben bis 2022 Sommer, weil keine Fluggesellschaft, hurra, hurra, sie gewollt hat. Aber ab dem Winterflugplan könnte man diese wieder bekommen. Aber die Lufthansa hat halt einen Buchungsrückgang wegen Omikron. Deshalb hat man auch die 33.000 Flüge, die Carsten Spohr in dem FAZ-Interview genannt hat, storniert. Beziehungsweise man führt sie nicht aus. Ganz genau weiß man es auch nicht genau. Es musste also damit Risiken zu rechnen sein, dass das den eigenen Flug auch betrifft. Und dann muss man natürlich sagen, dass man diese 18.000 Flüge, die man durchführt, um den Slot-Erhalt zu haben. Das heißt also, wenn ich einen Slot nicht nutze, dann verfällt der. Und Slots sind ja für viele, viele Millionen schon verkauft worden. Etihad hatte mal in London, glaube ich, einen für 40 Millionen verkauft, damit ihr einfach mal so ein Value im Kopf habt. Ja. Und dass wir die Lufthansa verhindern. Kosten. Natürlich. Ja, das sind schon erhebliche Kosten. Insofern ist das auf jeden Fall unter betriebswirtschaftlichen Bedingungen absolut, absolut nachvollziehbar. Was Omikron und den Ausfall der Flüge angeht, auch wenn das hier ein Lufthansa-Update ist, bei den amerikanischen Fluggesellschaften sieht es ja übrigens ähnlich aus. Auch dort sind mehrere 10.000 Flüge ausgefallen wegen Krankheit, Corona, Omikron, whatever. Ja, vor allem lustigerweise ist ja, dass die EU dieses Fit for 55 in der EU-Kommission rausgeschlagen hat und quasi jetzt dann sogar die Regelung erhöht hat. Also das heißt, man hat halt gesagt, man müsste nur 25% der Flüge erfüllen, um den Slot zu behalten, und hat es dieses Jahr dann quasi wieder verdoppelt. Also insofern, es macht keinen Sinn und ich finde es halt merkwürdig. Wichtiger Hinweis nochmal, diese 33.000 Flüge, die eingespart werden sollen, sollen von Mitte Januar bis Ende Februar stattfinden. Also ein Zeitraum, der doch relativ schnell kommt. Absolut, absolut. Ist quasi demnächst.
Ja, also nochmal, um die Gründe zu nennen, ist es halt wirklich einmal die Geschichte, die Mario gesagt hat mit den Piloten. Da gibt es ja ein Problem, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Dann das andere Thema ist aber auch Länder wie zum Beispiel Finnland, die haben jetzt angefangen zu sagen, hey, okay, du kannst jetzt kommen. Nicht so wie letztes Jahr im Winter, wo sie gesagt haben, du darfst nicht kommen, es sei denn, du bist Citizen oder du besuchst jemanden, das musst du nachweisen. Sondern die sagen, du kannst kommen, wenn du doppelt geimpft bist. Und ganz wichtig, PCR-Test mitbringst. Also insofern, daran sieht man halt die Problematik. Es ändert sich täglich was. Und das ist natürlich für die Passagiere nicht unbedingt ein Thema, dass man da dann Flüge bucht. Nee, das ist für den Passagier ziemlich nervig, weil er halt nicht weiß, findet mein Flug statt, findet er nicht statt, werde ich umgebucht, wenn ja, auf welche Fluggesellschaft. Komme ich direkt ans Ziel oder muss ich noch ein weiteres Mal umsteigen? Es wird sicherlich schwierig und nicht wirklich förderlich für die Passagiere. Ganz genau. Und das, was Mario meinte, das wäre das nächste Thema im Prinzip, wo man das Auto unter subsumieren könnte, wenn man es machen möchte, ist, dass die Lufthansa nur noch eine Langstrecken-Airline sein möchte. Heißt also, diesen Perspektivvereinbarung ist korrekt, ja. Also ich weiß gar nicht, wer auf diese Wörter kommt. Ist das wieder so eine deutsche Geschichte? Ja, ja. Ja, PPV hört sich auch an wie irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich habe PPV, ich muss zum Arzt. Genau. Ja, okay, dann hast du aber 2 Stunden frei und wenn du positiv bist, dann kuriere ich aus. Ist auch ein Zungenbrecher. Perspektivvereinbarung. Also genau, Perspektivvereinbarung. Auf jeden Fall, diese Perspektivvereinbarung ist von der Lufthansa ja gekündigt worden. Ganz einfach aus dem Grund heraus, weil man gesagt hat, man möchte mehr Flexibilität als Lufthansa haben, damit man ab dem 30.06. nicht mehr, und das ist das, was die Perspektivvereinbarung sagt, an diese 325 Flugzeuge gebunden sind in der Kernmarke. Und das ist halt so ein Problem, wo man aber auch wieder merkt, dass das so eine Lufthansa, also so eine typische Lufthansa-Nummer ist. Man macht ja nichts ohne Grund. Und hat ihm damit versucht, die Piloten unter Druck zu setzen. 25% Kosteneinsparungen. Und was ganz, ganz spannend ist, dann hat natürlich die Vereinigung Passagier, das sind wir, die Vereinigung Cockpits, zufällige Namensgleichheit, könnt übrigens Mitglied werden bei der Vereinigung Passagier. Wir setzen uns für eure Rechte ein. Und Mario ist unser Pressesprecher. Haben auch einen Stammtisch in Berlin am 7. Dezember. Januar. Wir haben Januar, oh Mann. Januar. Und dann noch eine Jahreszahl immer verändern. So viele Sachen, die sich ändern. Also ganz wichtig, Januar, neuer Monat und neues Jahr, 2022, merken, Corsten. So, note to myself, wie man so schön sagt. Absolut. Also wie gesagt, ganz wichtig, da haben wir am 7. in Berlin den Stammtisch. Um zurückzukommen, die Lufthansa will halt 25% da halt sparen. Die Vereinigung Cockpit hat daraufhin halt den Tarifvertrag auch gekündigt und wäre dann ab 1. Juli auch streikfähig. Das heißt also, man kann streiken, damit grüßt täglich das Murmeltier. Irgendeiner streikt immer. So wie letzte Woche die Visa gestreikt hat, so würde dann quasi die Piloten streiken, um diese Kosten, um diese Kostensenkung durchzuprügeln. Und was Mario mit dem Sick-Out eben auch ansprach, ist, man hat ja, wenn man beim Arbeitgeber, sage ich mal, nicht so happy ist, dann ist man halt krank. Und das kann der Arbeitgeber ja aufgrund des Arztgeheimnisses nicht wirklich nachvollziehen, nicht wahr, Mario? Nee, kann er nicht. Müsste dann irgendwie eine Horde von Privatdetektiven hinterher schicken. Aber ich denke mir, insbesondere bei Piloten ist das ja besonders schwierig und sensibel. Ich glaube, wenn ein Pilot zum Arzt geht und sagt, er fühlte sich nicht so wohl, da wird wohl kein Arzt dann sagen, nee, du musst zur Arbeit, du bist nicht wirklich krank, denn die Verantwortung, die insbesondere nicht nur ein Langstrecken-, auch ein Kurzstreckenpilot für die Passagiere hat, die ist halt enorm hoch. Und insofern denke ich mal, wird man im Zweifel denjenigen, diejenige eher krank schreiben. Aber wir wollen da natürlich niemandem etwas unterstellen, denn wir wissen es ja auch nicht. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass sie wirklich krank sind. Gab es bei der TUI auch, gab es bei der Air Berlin auch in den letzten Zuckungen und man konnte es denen halt wirklich nicht nachweisen. Ob es klug ist oder nicht, das steht mir, glaube ich, nicht zu, das zu beurteilen, aber man kann es halt machen. Und ein Thema, was da direkt anschließt, wäre zum Beispiel, die Lufthansa Cargo bekommt auch die zweite A321 P2F, also P2F, was nichts anderes heißt als Passagier zu Frachter, Passenger to Freighter.
Und die wird lustigerweise von der Lufthansa Cityline betrieben für die Lufthansa Cargo. Das Flugzeug gehört irgendeiner englisch-irischen Leasingfirma. Ist ehemals bei der Air Berlin geflogen, ist sogar ausgeliefert worden an die Air Jamaica am 18.06.2003, ist dann 2009 Air Berlin gewesen, 2017 zu Niki, 2018 Lauda Motion, da ist ja irgendwie auch halb bei der Air Berlin geflogen, bei der Eurowings geflogen, so ist es richtig. Und ihr erkennt die Maschine daran, weil das eine der A321er war, die diese Air Berlin Livery hatte, aber die hatte am Leitwerk zwar das Air Berlin Logo, aber auf der Seite stand Lauda Motion. Lauda Motion, ja. Lauda Motion. Gibt's, glaubst du, die einzige, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es die einzige mit der Mischbemalung war. Also, ja. Ich fand es nicht hübsch. Nee, es war ein bisschen kuddelmuddelig, aber egal. Und die neue Kennung ist ein Frachter. Ja, das wird ein Frachter. Und die neue Kennung ist Delta Alpha Echo Uniform Alpha. Warum? Ganz einfach. Die Lufthansa Cargo sagt, wir möchten innerhalb Europas mit zwei Flugzeugen, es gibt also ein Schwesterflugzeug, was schon fertiggestellt ist, schneller Fracht durch die Gegend schubbern können als mit großen Flugzeugen. Bin mal gespannt, wie das geht, weil in Amerika fliegen die ja auch mit so kleinen Caravan, also mit den Cessna Caravan. Ist unglaublich, klar. Also Frachtfliegerei gibt es hier in den USA jede Größe. Ja, das ist also spannend. Zumal letzte Woche ist ja, glaube ich, auch eine abgestürzt, dummerweise. Also insofern wäre das für Europa auch nicht unbedingt ganz kleines. Weil ich habe zum Beispiel auch mal gesehen, dass ein Flugzeug, ein Frachter mit einer Saab gekommen ist. Also eine Cargo-Version, ist ja auch so eine kleine 19-sitzige Passagiermaschine gewesen. Ja. Bevor wir uns aber wieder verzetteln, Hongkong, Mario. Hongkong. Tja. Hongkong ist immer noch schwierig. Nee, ist zu. Ja. wird auch wahrscheinlich weiterhin schwierig bleiben für die Fluggesellschaften mit Hongkong, obwohl das ja durchaus auch ein wichtiges Ziel ist. In Asien. Südostasien? Ja. Südost. Wir hatten ja letzte Woche die Delta-Maschine, die gestartet ist und dann geflogen ist 6 Stunden und dann umgedreht hat und die Chinesen pikiert gesagt haben, nö, wir haben nichts geändert. Ihr habt schon was geändert. Also Crews müssen, die sind geimpft. Und die müssen dann nochmal PCR getestet werden. Das ist ja nicht das Schlimmste. Das Problem ist aber, dass wenn die Crews ankommen, werden sie nochmal PCR getestet, werden dann während dem Aufenthalt PCR getestet und sie müssen im Hotel bleiben. Und Mario, du erinnerst dich an Clubhouse. Ich weiß nicht, warst du da, da warst du ja auch dabei, wo die erzählt haben in China, wo die im Hotel einquartiert waren. Anderes Wort. Einquartiert waren, in Quarantäne waren, so ist richtig, dass sie das Essen vor die Tür gestellt haben, aber der Notausgang zum Beispiel nicht bestückt war. Was hatten die mitgenommen? Die hatten eine Axt also die hatten eigenes Werkzeug mitgebracht, um da aus dem Hotel im Zweifelsfall sich zu befreien zu können, ne? Ja, ich erinnere mich. Also das war schon alles ganz wild, die Geschichten. Also ist kaum mehr nachvollziehbar. Also für mich ist das reinste Schikane mittlerweile. Warum man das macht, weiß ich nicht. Vielleicht möchte man sich tatsächlich peu à peu ein bisschen isolieren, damit auch niemand mehr aus dem Westen am besten nach Hongkong kommt. Ich weiß es nicht. Also es ist schon ziemlich heftig, wenn Flugbesatzung quasi wie Gefangene dann dort im Land gehalten werden. Ja, es wäre ja nicht das erste Mal. Also British Airways hat ja eine Crew da quasi direkt gehabt und so weiter. Aber ich muss jetzt nochmal, auch wenn das ein Lufthansa Group Update ist, nochmal eine Lanze für Emirates Airlines bieten, brechen. Ach Gott, Sprachstörung. Also müssen wir erstmal einen Schluck nehmen, du wieder. keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Emirates war die erste Fluggesellschaft, die einfach dann das gemacht hat, was die Lufthansa jetzt auch macht. Man fliegt einfach bis Bangkok, wechselt die Crew aus. Ja. Die Crew fliegt dann Bangkok, Hongkong, Bangkok. Sind auch nochmal so 1,5-2 Stunden. Weil damit man nicht einreisen muss. Und die Lufthansa macht das auch. Swiss hat ja ihren Flug nach Hongkong komplett eingestellt. Also insofern, ich finde es schade. Ich finde Hongkong ein geiles Ziel. Und ich hatte auch einen Hongkong-Flug gebucht, aber ich habe es mittlerweile einfach erstatten lassen. Ging mir auf den Sack. Ja, besser ist das. Besser ist das. Dann ein Highlight bei Lufthansa war ja auch nochmal das Thema
Lufthansa, brauchen Sie noch Unterstützung in 2022 durch den Staat? Der Kredit ist zurückgezahlt worden. Die Austrian hat ja jetzt auch eine große Menge an Geld zurückbezahlt worden. Man hat ein großes Finanzpolster. Aber Mario, meinst du, die brauchen da noch mal was vom Staat irgendwie so? Tja, das ist die große Frage, was nächstes Jahr passiert mit den Luftfahrtgesellschaften. Das, was die Lufthansa auf keinen Fall will, ist, dass der Staat wieder Einfluss hat oder stärkeren Einfluss nimmt. Man möchte natürlich unabhängig bleiben. Und man hat sich ja auch versucht, nicht nur versucht, man hat es ja auch gemacht, auf dem Kapitalmarkt mit frischem Geld zu versorgen. Ich denke mal, man wird jetzt abwarten müssen, wie sich das Jahr 2022, komme ich auch schon fast durcheinander, das kommende Jahr entwickeln wird. Und ob da die Lufthansa tatsächlich nochmal staatliche Hilfen in Anspruch nehmen muss, kann, soll oder darf. Ja, ich habe das irgendwo gelesen. Ich glaube, das war Aerotelegraph. Die haben geschrieben, das, was der Weihnachtsmann nicht geschafft hat, muss der Osterhase bringen. Ja. Und das fand ich halt sehr bezeichnend, weil ganz einfach das Weihnachtsgeschäft und das Veranstaltergeschäft nicht so gut war, wie erhofft. Deshalb haben wir ja auch, und kleiner Insider-Tipp, gibt es diese Partner-Sales in Business First Class eigentlich europaweit. Also ihr könnt gucken, es gibt keinen Abflugort, wo es die nicht gibt, außer Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und da gibt es halt für schmales Geld wieder gute Flüge und die wollen halt Cash reinholen. Ganz wichtiger Hinweis. Logisch, aber ganz wichtiger Hinweis, also ich glaube nicht, dass Lufthansa ein Pleitekandidat ist. Also wenn jetzt jemand meint, wir hätten es, also das definitiv nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Lufthansa steht von allen großen europäischen Luftfahrtgesellschaften noch mit am besten da. Ja, so würde ich das auch sehen. Also wenn man allen glauben darf, Sprachstörung heute, also was ist denn heute los? Ja, also wenn man, Ende des Jahres. Ja. Wir sind ausgequatscht. Wir haben alles gesagt, was in 2021 zu sagen war. Also wie gesagt, wenn man sich die Fluggesellschaften anguckt, hat Carsten Spohr einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ich war ja nicht unbedingt ein großer Freund von ihm aufgrund seiner speziellen Art und Weise, wie er mit Leuten umgeht manchmal. Aber die Krise hat er gemeistert und da muss man halt loben, wo Lob angebracht ist. Absolut, absolut. Wenn wir loben, dann müssen wir auch einfach mal Kritik üben. Und zwar die Kritik, die wir hier anbringen müssen an der Lufthansa, ist ein kurioser Fall, der sich über Weihnachten zugetragen hat. Und zwar, da hat ein gehörloser Kunde, es war USA oder Kanada, hatte versucht, seinen Flug umzubuchen, ging aber nicht. Man wundert sich. Und ja, Lufthansa weltbeste IT. Und er hat dann auf Twitter geschrieben, und der Text ist so sinngemäß übersetzt: Hallo, ich bin taub, kann aber bei euch in Kanada im Service Center nicht anrufen. Ich habe mir erlaubt, oder ich habe versucht, mir den Flug umzubuchen im Online-System, aber das System hat es mir nicht erlaubt und gibt es keine E-Mail-Adresse, weil anrufen ist ja schlecht. Anrufen ist in der Tat schlecht und Lufthansa erklärte dann über den offiziellen Lufthansa-Account, danke, aber man verwies ihn darauf, dass er dann doch anrufen solle und er hat nochmal geschildert: Ich höre nichts, ich bin taub. Es geht nicht. Es geht nicht. Und dann hat man von Lufthansa-Seite aus mehrmals nochmal ihm vorgeschlagen, dass er sich doch an den Kundendienst wenden solle. Weil nur der Kundendienst telefonisch das machen könnte. Ansonsten gäbe es keinerlei Möglichkeit. Ja, und die sollen halt geschrieben haben, bitte weiter versuchen. Und dafür hat Lufthansa zu Recht Social Media Shit gekriegt. Also da gibt es gar nichts. Wer da der Meinung ist, das wäre falsch. In dem Moment war es richtig. Und dann sagte halt eine Sprecherin, das wäre eine Unaufmerksamkeit des Mitarbeiters gewesen. Wir haben den Kunden im Nachgang noch kontaktiert und Hilfe angeboten. Aber telefonisch ja, wahrscheinlich. das weiß ich nicht. Das ist jetzt wieder ein böswilliger Hoffmeister-Sprech. vielleicht sollte man ein T-Shirt machen, Hoffmeister sprechen. Ja. Oder The Hoff hat gesprochen. Die Frage ist wirklich, wo wenden sich Gehörlose hin? Also man macht sich da ja
als Hörender oder als Sehender auch ja keine Gedanken, dass es da durchaus Gebrechen gibt. Und dafür müssen wir halt wirklich auch dankbar sein, dass es uns gut geht. Die Frage ist halt für mich wirklich, sollte es dafür nicht eine E-Mail-Adresse geben? Ja, in der Tat. Also ich meine, Taube oder Taubstumme gibt es ja nun noch nicht so wenige auf diesem Planeten, leider Gottes. Und natürlich müssen auch Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen die Möglichkeit haben, mit einer Fluggesellschaft Kontakt aufzunehmen. Und da muss es entweder tatsächlich eine E-Mail-Adresse geben oder vielleicht könnte man auch überlegen, mittlerweile dürfte ja jeder, und das ist ja gerade auch für Leute, die halt taubstumm sind, gar nicht schlecht, gibt es ja auch sowas wie Videotelefonie. Also jeder hat das auf seinem Handy bei Apple und bei den Mitbewerbern. Das heißt, am anderen Ende müsste eigentlich nur jemand stehen, der die Gebärdensprache kann, und dann kann man auch sozusagen telefonieren. Ich finde, also ein, zwei Leute müsste eine so große Fluggesellschaft eigentlich bereitstellen, um auch mit solchen Kunden Kontakt halten zu können oder zumindest einen Dienstleister damit beauftragen. Also was zumindest überhaupt nicht geht, ist, dass man den Leuten sagt oder schreibt, es gibt nur die Hotline, es gibt nur die ganze Sache telefonisch. Halten wir ja übrigens auch aus anderen Gründen für völlig antiquiert, dass man das nicht selber machen kann. Aber da wird es dann quasi extrem auf die Spitze getrieben. Also ich kann nur wieder auf meine Freunde von AirBaltic hinweisen. AirBaltic hat für seine Top-Kunden im VIP-Status eine WhatsApp-Chat-Funktion. Also oder sowas, auf WhatsApp. Also, sorry. Und sowas könnte man ja nun auch für, ich meine, das kann ja auch jeder nachweisen, dass er zumindest in Deutschland, wie das in anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, es gibt ja so etwas wie Behindertenausweise und dergleichen. Die kann man ja der Fluggesellschaft sozusagen als Nachweis schicken und dann kriegt man halt Zugang zu irgendeinem speziellen Service. Das sollte ja wohl drin sein, oder? Ganz genau. Und an dieser Stelle gibt es auch einen ganz besonderen Service, nachdem wir über 20 Minuten wieder geredet haben, für unsere treuen Zuseher. Heute und morgen sind die letzten beiden Tage, wo ihr die 25% Bonus bei Payback bekommt. Mario hat das umgewandelt. Jawohl. Hat es geschafft. Aber vergesst es einfach nicht. Also damit ihr nicht bis nächstes Jahr warten müsst. Also diesen 25% Bonus beim Transfer, das endet am 31.12. Das ist dann, wie man in Amerika immer so sagt, ein Public Announcement oder Public Service. So ist es. Und es lohnt sich. Das ist ganz wichtig. Was sich auch für uns lohnt, ist, wenn ihr unseren Algorithmus etwas stimuliert mit eurem Daumen hoch, eurem Abonnement, mit der Glocke an und mit den Kommentaren. Das ist ganz, ganz wichtig, damit der Mario und ich sich auch in 2022 vor diese Kamera stellen und euch mit den neuesten Informationen nicht nur versorgen können, sondern auch mehr Leute beglücken können. Wollten wir das so sagen? So ist es. Ja, so kann man das sagen, weil der gepflegte Vierflieger-Talk, jetzt kriege ich auch schon Sprachprobleme hier, der gepflegte Vierflieger-Talk, den soll es natürlich auch im nächsten Jahr geben. Und wie Lars es schon angekündigt hat, der hat sich da noch so ein paar Gedanken gemacht und da kommt vieles Neues auf euch zu. Und ja, bleibt gespannt und bleibt uns treu. Mit den Worten bedanke ich mich, wünsche euch einen guten Rutsch ins 2022 und vor allem viele Meilen, viele Punkte und viel Status. Dem schließe ich mich an. Also, ciao. Ciao, bis dann. Ciao.